Recht herzlich willkommen zur 135. Folge von Avorion. Ja, wir sind ein Tor weiter schon. Da sind wir gerade eben doch durchgesprungen. Also gerade eben heißt zwischen zwei Folgen. Und ihr hattet in der letzten Folge gesehen, wie wir raus sind und nicht mehr das Ladebildschirm. Den habe ich dann weggelassen. Hier sieht es natürlich auch gerade so aus, als ob es hier reichlich Dingens geben würde. Ne? Wie heißt das? Handelsposten 1, 2, 3, 4. Hier gibt es auch 5 Handelsposten. Hatten wir das nicht im anderen Sektor auch schon? Ich weiß es nicht. Okay. Ist ja nicht schlecht auf jeden Fall. Ne? Gucken wir mal weiter. Wir sind gen Süden geflogen, meine ich. Ja, das passt. Und es waren ja ganz viele rote Blips hier, die ja auch immer noch sind. Ne? Also wir könnten jetzt mal schauen, dass wir vielleicht nach Westen oder Osten fliegen. Wir nehmen einfach dieses Tor hier. Westen also. Dann fliegen wir da mal rein und gucken weiter. Obwohl, wir können ja mal gerade hier checken. Da oben ist ja ein schickes Ausrufezeichen. Was haben wir denn hier für Probleme? Ressourcenknappheit. Solarzellen wollen die haben. Okay. Hier ist noch ein Handelsposten, ne? Ja, wäre jetzt wirklich mit dem Handelsschiff ganz interessant, was hier geht oder nicht geht, ne? Ja, es sind schon krasse Dinge hier zu sehen. Das ist ein Ressourcendepot, oder? Ja. Das war jetzt nicht das Westtor, sondern das Osttor. Wir wollten jetzt aber durch das Westtor fliegen. Da ist das Osttor. Ja, wo ist jetzt das Westtor geblieben? Da unten ist das Tor, wo wir herkommen. Also das ist es nicht. Es müsste das Nordtor dann sein, oder? Da ist es, Nordtor. Wir haben hier das Osttor und ich hätte jetzt gerne noch das Westtor gehabt. Da ist es. Gut, dann fliegen wir da erstmal hin und gucken, was dahinter so los ist. Ja, hat wahrscheinlich wieder ein Update gegeben. Ich habe aber keinen Update-Text gehabt, aber oben sieht es jetzt so ein bisschen okay, das haben wir Glück gehabt, dass wir auf die zweite Seite auch noch gegengetitscht sind. Das grafische Interface sah ein bisschen anders aus, meine ich, aber vielleicht war das auch schon letzte Folge, mir ist es nicht aufgefallen. Gut, wir sind jetzt hier und gucken mal in diese schicke Karte rein. Wir haben hier Waffenfabrik, Ressourcen, Kohle, Rommega, Tesla, Spulenfabrik, Satellitenfabrik, Pouts, Tesla-Fabrik, Munitionsfabrik. Einige Fregatten und 2 Tore. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir gehen noch da weiter. Okay. Wie kommt man zu dem Blip? Keine Ahnung, ne? Aber wir fliegen jetzt mal zu dem Blip da unten erst hin. Schauen, ob das der ist. Ist es Südwesttor? Südwesttor, ja, passt. Ja, fliegen wir erstmal hin. Gucken wir erstmal weiter. Also 5 Handelsposten war schon krass. 2 Sektoren nebeneinander sogar. Ja. Was wir noch nicht gemacht haben, da hatte ich ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, leider. Müsste ich nachgucken, kann ich das gerade machen? Ich schaue mal gerade. Da hatte ich eine Info von, wie hieß er? Von Thomas Steele, genau. Jetzt habe ich's. Der Thomas Steele, der hatte mir gesagt, dass ich mit dem Bergbausystem natürlich sehen kann, wo Vorräte sind. Und ich habe dann total toll das geschafft, dass ich das gedacht habe, das wären die A-Laser, ne? Voll daneben gegriffen, ne? Jetzt haben wir eben so ein Dingens gemacht hier. Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich... so nicht. So, jetzt wieder da irgendwo so ein bisschen hin. Jetzt haben wir wieder einen Sprung gemacht. Ganz schicke Sachen. Das ist eine Raumjägerfabrik. Da hinten ist ein Depot. Komm, wir gucken mal Strategiekarte wieder. Antriebsaggregate, Elektromagneten, Hochdruckröhrenfabrik, Kabelhersteller, Leiterfabrik, Raumjäger, Ressourcendepot, Waffenfabrik. Alles da, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wie man diesen hier einfach sagt, ich komm, flieg du doch mal da rein, ne? Geht das? Guck mal, tatsächlich, angreifen, ändern, Position bewachen, Sektor patrouillieren,
Feinde angreifen, abbauen, abrocken, stopp. Aber was mich noch interessiert, ah, guck mal, mal Rechtsklick und dann fliegt er da auch hin, oder? Das Schiff hat keinen Kapitän. Okay, das ist dann alles geklärt. Das geht dann nur mit Schiffen, die im Sektor sind und ich auch im Sektor bin, oder geht das auch über andere Sektoren? Das wäre ja noch ganz cool zu wissen, ne? Dann könnte man auch Schiffe mal steuern, ne? Ja, okay. Karte kurz. Wir sind nach da und da zurück zu diesen ganz vielen Blips geht's jetzt doch nicht. Jetzt machen wir das, dass wir hier ganz einfach die Navigation mal aufrufen und dann dahin springen, ne? Wo ist denn der Punkt? Da ist der Punkt. Drehen wir uns doch dahin und dann gucken wir mal, ob das klappt mit dem Sprung. Und doch ging, ne? Ist vorher aufgelöst von dem Tor. Wir waren ja nah dran, ne? Ich habe schon gedacht, gleich knallt's. Aber dem war wohl nicht so. Interessant. Dieses Raumschiff von der Länge her, krass. Aber das fliegt, glaube ich, nicht der Länge nach, sondern quer dazu. Ja. Wir haben überhaupt ein Bergbausystem überhaupt eingebaut haben wir es wahrscheinlich nicht, ne? Batterie-Upgrades, geschütztes Kontrollsystem, Batterie-Updates und Batterie-Upgrades. Ja, okay. Quantum, Transporter-Software, da ist das Bergbausystem. So. Das müssten wir jetzt mal einbauen. Besseres war ja nicht da, ne? Nein. Jetzt müssten wir nur kurz gucken. Batterie-Upgrade. Ja, okay. 4 Batterie-Upgrades haben wir da, aber wir machen jetzt mal das. Bergbausystem entfernt. Okay, das wird jetzt nicht angezeigt, wenn es dann so direkt gewechselt ist, oder was? Nee. Keine Ahnung. Was uns jetzt das Bergbausystem anzeigt, wüsste ich gerne. Nicht wirklich was, oder? Ja, das weiß ich dann auch nicht, ne? So, das ist der Ausgewählte, ist klar. Entfernung. Bergbausystem, ne? Tolle Geschichte hier. Baumodus. In Drohne aussteigen. Wie funktioniert das aber? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Bergbausystem funktionieren sollte. Ich wüsste es gerne. Bauen in Drohne aussteigen, ne, will ich gar nicht. Ich wüsste gerne, wie ich das Bergbaus-System rauskriege, dass es mir anzeigt, wo denn wirklich diese tollen Ressourcen sind, die ich abbauen kann. Irgendwo anders was? Oh, da. Ist das jetzt hier unser... Nee, das war nur einfach ein ausgewählter Asteroid, mehr auch nicht. Ja, das bringt uns jetzt auch nicht so ganz so viel dann, ne? Wenn ich jetzt mal mehr vom Bergbausystem wüsste, ne? Spielermenü, Schiffsmenü. Steckt's überhaupt drin? Funktioniert's überhaupt? Angezeigt wird's hier, ne? Aber, Das wird angezeigt, das leider nicht. Markiert nah abbaubare Projekte. Okay, weil wir wahrscheinlich das als ungewöhnlich haben. Schwieriges Ding, oder? Zeigt nah abbaubare Objekte. Wo zeigt's mir denn jetzt was?
Jetzt, okay. Titan. 11.315. Warte mal, da zeigt er mir auch noch was an. Sehe ich das auch so? Das sehe ich aber auch so, ne? Dass es ein Eisending ist, ja. Kein Sektor ausgewählt, ist klar. Er zeigt mir ganz viel an. Und das hier ist einer, den er anzeigt, mit 50.000 drin, den ich so nicht erkannt hätte. Okay, dann haben wir das geklärt. Dann ist das erste hier, wo wir abbauen können. Warte mal, jetzt müssen wir nur den ersten ausmachen. Den zweiten anmachen und dann kriegen wir richtig Schotter, oder wie sehe ich das? Ah, guck mal, da ist so ein richtiger Kern drin, ne? Krass, oder? Den haben sie verkleidet, damit wir den nicht finden. Ja, gut, da haben wir das jetzt auch gelernt. Ganz coole Geschichte. Fliegen wir mal näher ran. Kriege ich den denn auf einmal, oder wie läuft das? Müssen wir mal gucken, ne? Okay, der ist jetzt da gleich abgebaut. Und dann kann ich das nicht mitnehmen, weil ich nicht genug Lagerraum habe. Wetten? Wir werden es gleich wissen, wenn der Balken leer ist. So, jetzt ist er leer. Und da, siehe da, ich konnte nie alles laden und das Zeug fliegt hier jetzt rum. Schade. So, bedeutet, wir machen erstmal Laderaum. Aber wohin? Das Ding ist ja riesengroß, aber nicht riesengroß, ist eigentlich klein, ne? Ja, was machen wir jetzt? Wir konstruieren uns erstmal irgendwas Einfaches und das können wir später ja wegmachen, oder? Dann machen wir eine Spiegelachse an, dann machen wir das dahin. Die gucken jetzt wenigstens schon mal raus. Und dann brauchen wir noch einen Lagerraum. Was nehmen wir? Naonit ist genug da, dann können wir Naonit auch nehmen, ne? Lagerraum, Quartiere, Frachtraum. So, und das machen wir jetzt größer, oder? Das haben wir schon mal passend, das nicht. Das wollen wir so machen. Boah, dann brauchen wir zwei Mechaniker. Mehr. Weiß gar nicht, ob wir welche haben. Frachtraum wird um 500 größer, das ist schon mal was. Der Rest, müsste man gucken, ne? Ist nix rot geworden. Mechaniker sind wohl noch genug an Bord. So, jetzt verlassen wir mal den Baumodus. Und alles wurde aufgenommen, glaube ich. 17.000 Titanerz erhalten. Jetzt ist die Frage, wie voll sind wir? Frachtraum. Ja, ist reichlich drin, ne? Aber Titanerz 33, da waren ja 50 drin, der stand da eben, ne? Fliegt hier noch was rum oder gibt's noch was drumrum? Titan 10 ist da noch drin, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Gibt's noch irgendwelche Blips auf der Rückseite, die wir einsammeln müssen? Nee, ne? Wohl nicht. Okay. Er zeigt uns ja wieder Klamotten an hier in der Nähe, ne? Da sind 2000. Da sind 3000, also nix in dem Sinne. Wir müssten jetzt nur noch auf die Reise gehen und Klamotten suchen, die ordentliche Ladung haben.
Okay, das sieht so aus, als ob hier irgendwo einer rumschwebt. Das ist der. Er hat mir auf jeden Fall einen angezeigt, ne, oder? Nee, das war nur, weil ich drauf war, okay. Das heißt, wir müssen jetzt mal einen raussuchen, wo was drinne ist. Er zeigt jetzt hier unten welche an, aber die sind alle wirklich was drinne. Ich hätte ja jetzt gerne welche dann gehabt, wo man sieht, dass da nichts ist. Ja, den hat er jetzt schon entdeckt. Ja. Hier ist jetzt nichts. Oben ist was drinne, da ist was drinne. Okay. Fliegen wir einfach mal ein Stück weiter. Da ist definitiv auch was drinne, da auch. Der da wird nicht angezeigt, dass da was drinne ist. Und da haben wir einen 53.000er wieder. Okay, das heißt, wir können da abbauen fahren. Fliegen wir mal hin. Okay, Seitenteil haben wir abgemacht, dann kommen wir dran. Aber das können wir alle gar nicht aufnehmen dann, oder? Wie ist das? 53.000. Würde bedeuten, wir müssen wieder ausbauen, oder? Wäre jetzt auch nicht so schlimm, ne? Was natürlich ist, man bräuchte besseres Werkzeug, um das schneller zu lösen da, ne? Ist ja schon eine ganze Ecke, da drauf zu klicken und bis der Balken da unten weg ist, ne? Ja, müssen wir mal schauen. Noch geht's. Gleich ist der Balken da weg und dann haben wir eingesammelt, ohne dass wir alles mitnehmen können. Da. Wieder zu wenig aufgenommen. So, das bedeutet Baby bauen. X wie spiegeln. Dieses hier würde ich jetzt minimieren. Naja, nicht ganz so klein, ne? So vielleicht. Dran machen. Den kopieren wir mal gerade. Steuerung C. Steuern Copy, ne? Ich habe den doch gerade kopiert, ne? Also wir müssen ihn dann auch auswählen, alles klar. So, Frachtraum ist auch ausgewählt, oder? Und das wird dann noch eine neue Kapazität. Dann gucken wir mal rein und da können wir alle aufnehmen. Wir haben nochmal 22.000 aufgenommen. Ach ja, wir hatten eben wahrscheinlich noch Frachtraum leer, wo das ging, ne? Das war ganz klar, okay. Gut, dann haben wir das aber jetzt auch geklärt, wie das funktioniert. Und ja, jetzt muss man nur Stellen suchen, finden, wo dann ordentlich was drin ist. Jetzt zwei hatten wir schon, ist ja nicht schlecht, ne? Müssen wir mal gucken. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch doch die Glocke an. Dann kriegt ihr auch mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Alles klar, bis dann. Tschüss.